In letzter Zeit bist du zu wenig online, wir vermissen dich. Mir ist es selber auch aufgefallen, dass ich aktuell weniger streame und ich kann euch auch einfach sagen, warum. Ich bin ein Streamer, der am allerbesten funktioniert, wenn ein Spiel draußen ist, wo ich reinsuchte. Ein neues Spiel oder ein altes Spiel, aber ein Spiel, wo ich am Reinsuchten bin. Und der andere Punkt ist, vielleicht fühlt ihr das auch, wir haben jetzt gefühlt 2,5 Jahre Corona hinter uns. 2 Jahre Corona. Man konnte nie was machen. Alles war zu. Und das ist der erste Sommer, wo man wirklich, Diggi, wo ich es wirklich genieße, auch Sachen zu machen. Also im Sinne von, ich gehe gerne raus. Ich bin gerne mit den Jungs unterwegs. Ich fahre auch gerne abends ins Casino. Ich gehe gerne abends in die Shisha-Bar. Ich chill einfach nur so ab. Und. IRL-Stream, ihr habt's doch gestern gesehen, was passiert ist, Digga. Ich mache einen IRL-Stream, Bruder, ständig das Internet weg. Momentan, und das ist auch okay für mich, momentan mache ich eher diesen hier und gucke auf Twitch. Viele andere Twitch-Kollegen streamen viel für euch, machen Challenges hier, Challenges da. Mir wurde Missgunst unterstellt, das muss man sich einfach mal vorstellen, Digga, dass ich den Leuten das nicht gönne, weil es bei denen gerade gut läuft. Ich persönlich mag diese Challenges für mich nicht so. Tendenziell würde ich die Challenges, dieses 27 Wins, 3 Games. Ich würde es wesentlich mehr fühlen, wenn es etwas Besonderes ist. Aber es ist nichts mehr Besonderes. Es geht nur noch darum, den anderen zu brechen, den anderen zu toppen, mehr zu erniedrigen, mehr besser zu sein. Die eine Community auf die andere soll rübergehen. Da finden wir, Bruder, ist nicht so meins. Ja, das ist ja das Witzige da dran. Das mag sein, dass ihr das als witzig empfindet, aber ich mag es halt einfach nicht so. Also ich finde es nicht so witzig. Und da sind Geschmäcker am Ende des Tages, okay, verschieden. Momentan ist alles so, was passiert, sehr exzessiv auf Twitch. Und ist auch okay, weil der Gaming-Markt ist halt relativ tot. Und deswegen habt ihr zum Beispiel auch gemerkt, hier. Habt ihr gemerkt, was ich für eine gute Laune, beziehungsweise wie viel Spaß mir auch immer mal wieder dieses Bowlen zwischendurch gemacht hat? Klar war ich auch im Bruch, wenn eine Runde nicht lief. Aber ihr habt gemerkt, dass Onkel Monty da richtig Spielspaß bei hatte. Es werden wieder andere Zeiten kommen. Ich bin da, ich, Bruder, ich sag euch ganz ehrlich, ich bin da ziemlich tiefenentspannt, weil ich halt auch in einer komfortablen Position bin, mir ein Polster aufgebaut zu haben. Da bin ich auch ganz ehrlich. Und ihr wisst, sobald ein Spiel am Start ist, wo Onkel Monty wieder Lust und Laune dran hat oder ein neues Spiel ausprobiert, wo er reingecatcht wird und in der Sucht ist, dann bin ich auch viel mehr wieder am Stream. Bruder, ich will jetzt kein Fass aufmachen, okay? Ich werde euch das irgendwann mal in ganz in Ruhe erklären. Aber meine Trennung damals, beziehungsweise dass meine damalige Freundin mich verlassen hat, war schon ein Bruch. Am Ende des Tages, jetzt, Monate später, fast 4 Monate später oder so, ist auch alles fein für mich. Also ist okay. So, passiert im Leben. Und ich wachse an dieser Situation. Und entwickle mich menschlich weiter. Auch anhand von dem Negativen entwickle ich mich am Ende ins Positive. Versteht ihr, wie ich meine? Ich will euch nur so viel sagen, okay? Ich werde irgendwann das mal vielleicht erläutern in einem Video oder vielleicht irgendwann in einem Podcast oder in einem Buch, whatever, keine Ahnung, ist auch scheißegal. Aber dadurch, dass meine Ex-Freundin nicht in der Öffentlichkeit zu sehen sein wollte, hat man sich auch angreifbar gemacht für einige Leute. Und ich kann euch nur eine Sache sagen, ich werde nicht ins Detail gehen, aber es sind Sachen hinter der Kulisse passiert von Leuten, die ins Unermessliche gehen, was die Bodenlosigkeit angeht. Im Umkehrschluss, oh, das ist erledigt, das ist Teil meiner Vergangenheit. Aber im Umkehrschluss passieren vielleicht auch Sachen bei mir, die ich früher sofort erzählt hätte, wo ich jetzt aber nicht mehr drüber rede. Deswegen, auch wenn ein Onkel Monty mal vielleicht eine Woche nicht am Stream ist oder von einer Woche nur 2 Tage streamt, dann bin ich vielleicht nicht jeden Abend irgendwie unterwegs im Casino, whatever, sondern vielleicht passieren auch bei mir im Hintergrund Sachen, die ich halt einfach noch nicht euch erzähle. Und damit meine ich jetzt gar nicht so auf Frauen bezogen, sondern ich meine im Allgemeinen. Weil, das ist das Traurige an der, deswegen regt es mich auch auf. Von 100.000 Zuschauern reicht ein Zuschauer, der zu viel über dich weiß und dir dein Leben zur Hölle macht. Und dann spielt es am Ende des Tages natürlich auch einen Punkt, ohne mir jetzt selber den Jarak ins Maul stecken zu wollen. Dann spielt es natürlich am Ende des Tages auch eine Rolle, wie relevant bist du in der Internetwelt. Für Kollege Schnürschuh mit durchschnittlich 20 Zuschauern oder durchschnittlich 100 Zuschauern ist es nicht unbedingt von Interesse von einigen Leuten irgendwie ihm zu schaden, beziehungsweise, ne, gibt es mit Sicherheit auch, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Je größer du bist auf dieser Plattform, je mehr du in der Öffentlichkeit stehst, desto mehr Leute versuchen dir auch auf eine gewisse Art und Weise ein Bein zu stellen. Ich mache mir da gar keinen Stress, ich mache mir einen entspannten Arino
und gut ist. Man muss ein bisschen, ich bin vorsichtiger geworden auf jeden Fall. Retalk, auf dich wird zu viel Auge gemacht. Ja, was heißt zu viel Auge gemacht, Digga? Alle denken immer, es ist schön und gut, ganz oben zu sein und es ist auch schön und gut, aber ich habe es euch schon damals gesagt, wenn du ganz oben bist, wollen sich auch alle am liebsten wieder runtertreten. Einmal auf die Spitze schaffen oder mit einigen Leuten zusammen auf der Spitze stehen, ist das eine, aber dauerhaft oder lange Zeit oben an der Spitze oder oben an der Spitze mit mehreren zu stehen und dort auch zu bleiben, das ist die Kunst, das zu schaffen. Und da sind leider zu viele, da sind einfach zu viele Leute, die dich runtertreten wollen. Und es müssen gar keine Leute sein, die in der Öffentlichkeit stehen, sondern das können auch Leute sein, die einfach dir zuschauen, aber so missgünstig sind und nichts in ihrem Leben zu tun haben und dir versuchen, dir dauerhaft versuchen, ein Bein zu stellen. Direkt über einen Anwalt klären, meiner Meinung nach. Jede Aktion gibt es eine Reaktion. Ja, Bruder, aber wir leben ja immer noch in Deutschland, wo nicht nur das Internet gefühlt irgendwie 30 Jahre zurückhängt, sondern wir leben in Deutschland, wo Internetkriminalität, strafbare Handlungen im Internet immer noch so gehandelt, also verfolgt werden, als wenn es ein Kavaliersdelikt ist. Und da will ich mich persönlich gar nicht beschweren, weil, Bruder, ich habe ein abgehärtetes Fell. Ihr versteht, was ich meine, nicht abgehärtetes Fell, sondern dichtes Fell, sowas. Ein dickes Fell. Ich kann vieles vertragen. Im Internet Kacke zu machen und Leute zu stalken, zu mobben etc. Bruder, das ist einfach ja, relativ easy. Das Einzige, wo Vater Staat so ein bisschen im Internet hinterher ist, ist halt, ja, wenn es darum geht, dass du Steuern beschissen hast oder wenn du rechtsradikalen Gedankengut verbreitest. Aber ansonsten, geh doch mal zur Polizei, geh doch mal als Polizei, als Frau oder als Mann und sag dich, belästigt jemand im Internet, der schreibt dir irgendwie bei Facebook oder bei Twitter oder bei Instagram Belästigungsnachrichten. Das wird belächelt, nicht überall. Klar, selbst bei Morddrohungen und so machen die meistens nichts. Ja, kann gut sein. Kann gut sein. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so tief in der Thematik drin, aber deswegen, ich bin momentan, Chat, ich chill momentan ein bisschen mehr mein Life. Okay, das müsst ihr mir auch mal ein bisschen gönnen. Um nochmal zusammenfassend darüber zu reden. Es ist eine Kombination aus, der Spielemarkt taugt mir momentan nichts und jetzt kommt mir nicht wieder mit, ja, du testest aber nie. Ich habe selber für mich privat einiges geprobiert und ich habe einen gewissen Bereich von Spielen, die mir zusagen und in diesem Bereich ist aktuell nichts, was mich richtig catcht. Das ist gefühlt, keine Ahnung, Bruder, wenn ich immer Auto gefahren bin, Diggi, dann will ich auch nicht wieder Fahrrad fahren oder Dreirad, versteht ihr, wie ich meine? Ich habe einen speziellen Bereich, den ich mag. Und in diesem Bereich ist aktuell der Spielemarkt sehr trocken. Und nur weil ihr Spiele habt, die euch gefallen, heißt es nicht, dass wenn Onkel Monty sie testet, sie voll abfeiert. Ich weiß schon, welche Spiele mir zusagen und welche nicht. Klar, damals bei Fortnite habe ich gesagt, oh, die Kindergrafik und Bruder, dann hatten wir mit Fortnite die beste Zeit aller Zeiten. Dann kommt halt dazu, und ich glaube, viele von euch fühlen das auch. Naja gut, eigentlich nicht, weil ihr hängt alle jetzt mit mir zusammen um 17:30 Uhr auf Twitch auf den Sonntag. Dadurch, dass wir die letzten 2 Jahre eingesperrt waren, viele von euch noch viel krasser als ich. Also ich konnte ja mein Ding machen, ich war relativ frei, ich habe mein Haus, ich habe meinen Garten und, und. Aber viele von euch waren auch in den letzten 2 Jahren eingesperrt zu Hause und sie konnten nichts machen. Sie konnten nicht mit Freunden essen gehen, man konnte nicht bowlen gehen, man konnte nicht irgendwie vielleicht mal eine Runde Minigolfen gehen, ins Kino und. Es war alles dicht, Bruder. Überall Maske, bla bla bla. Und jetzt aktuell genieße ich einfach die Zeit, Bruder. Keine Maske mehr. Du kannst überall hingehen. Alles hat auf. Du kannst wieder bowlen gehen. Du kannst wieder in die Sauna gehen. Du kannst wieder schwimmen gehen. Du kannst so viel machen, Digga. Du kannst wieder raus ins Leben. Das Leben leben, Digga. Und jetzt in der Sommerzeit, da empfehle ich euch allen, schaut meinen Stream nicht zu. Verbringt weniger Zeit in diesen ganzen Scheiß-Plattformen, Digga, die am Ende des Tages sowieso krank machen auf Dauer, mit dem ganzen geistigen Dünnpfiff, der da gelabert wird. Geht lieber ein bisschen mehr raus. Schaue dich draußen, ja, machst du alles richtig. Direkt noch 3 Zuschauer, Kapi. Ihr dürft ja nicht vergessen, okay? Ich bin ja mittlerweile, muss man auch einfach sagen, ein alter Hase hier auf Twitch und auf YouTube. Ich mache das Ganze jetzt mittlerweile 10 Jahre ungefähr, okay? Eine sehr, sehr lange Zeit. Es gibt natürlich Leute, die es noch länger machen. Aber ich bin schon alter Fuchs hier im Geschäft. Ich mache mir keinen Stress mehr mit Zahlen. Habe ich 20.000 Subs, 10.000, 30.000, 50.000, ist mir alles scheißegal. Am Ende ist es nur eine größere Summe auf meinem Konto und das auch, natürlich schmeckt das. Aber ich mache mir da keinen Stress, weil diese ganzen Zahlen kommen und sie gehen. Ich bin einfach müde davon, immer den höchsten Zahlen hinterherzulaufen. Ich mache meinen Stream an, Digga, wenn ich meinen Stream anmache und die Leute, die kommen und die keinen Bock haben, die kommen halt nicht. Und wenn die momentan einen anderen Streamer lieber schauen, weil der mehr durchzieht, Bruder Tamam, bin ich vollkommen in Ordnung mit. Ich teile gerne die große Pizza auf Twitch.
So, es ist mir egal mittlerweile, ob ich mehr Subs, der mehr Subs, ob Zuschauer mehr, der Zuschauer mehr. Ich hau das Ding an, wenn ich Bock hab, und die Leute, die am Start sind, die sind am Start, und die kriegen eine gute Show geboten, einen gut gelaunten Onkel Monty. So ist das bei mir aktuell. Und damit bin ich sehr zufrieden. Ich bin aktuell sehr im Reinen mit mir. Das sage ich euch so, wie es ist. Ich fühle mich super, Digga. Und ich erkläre euch auch, warum. Ich habe dieses Jahr, Bruder, Sachen gemacht, die ich seit gefühlt 20 Jahren, naja, nicht ganz, aber seit 15 Jahren, 10 Jahren vor mir herschiebe. Ich habe mir meine Zähne neu gemacht, Bruder. Ich habe mir meine Zähne neu gemacht. Das habe ich so lange vor mir hergeschoben. Digga, das wollte ich schon vor 10 Jahren, 15 Jahren gefühlt machen. Als ich von der Drogentherapie wiedergekommen bin damals, und da sind mir die Zähne hier an der Seite zwei Stück rausgeflogen. Einer ist hier, nee. Einer ist hier rausgeflogen und einer ist hier rausgeflogen vom Koks. Schon da wollte ich mir meine Zähne neu machen. Habe ich aber nie gemacht. Und dieses Jahr habe ich so viele Veränderungen. Das Jahr hat sehr, sehr hart begonnen. Okay? Das Jahr hat sehr hart begonnen. Eine Frau, wo ich gedacht habe, sie wäre die Frau, mit der ich alt werde, hat mich bei Kopfschmerzen und Sachen, die passiert sind, verlassen am Valentinstag, am Tag der Liebe. Und ihr könnt euch vorstellen, Onkel Monty ist ein sehr sentimentaler Mensch. Da war ich in dem maximalsten Bruch. Ich habe realisiert, dass diese Frau mich nie richtig geliebt hat. Und ich sage euch auch warum. Weil Liebe einen durch alle Höhen und Tiefen begleitet. Egal, ob du in der größten Krise deines Lebens steckst, als Mensch selber oder zusammen als Partnerschaft. Zusammen schafft man alles, wenn man sich wirklich liebt. Das Einzige, habe ich euch schon mal gesagt, das Einzige, wo man nicht zusammen durchsteht, auch wenn man sich liebt, ist, wenn du ein Hurensohn bist oder eine Hurentochter und dein Partner, den du ja ach so sehr liebst, betrügst. Dann musst du dich nicht wundern, wenn derjenige auf dich scheißt. Aber das war bei mir nicht so. Da habe ich dann leider realisiert, dass diese Person mich vermutlich nie richtig geliebt hat. Denn sonst hätte man zusammen durchgestanden. Und dann am Valentinstag verlassen zu werden, das könnt ihr euch vorstellen, egal wie hart ich im Internet bin oder nach außen versuche zu wirken, wenn du am Valentinstag verlassen wärst, am Tag der Liebe, auch wenn es nur ein Tag ist. Es war dann so der Tropfen auf dem heißen Stein. Da war ich im maximalen Trümmerbruch, okay? Das sage ich so, wie es offen und ehrlich so, wie es ist. Da wollte ich mir nicht die Pulsadern aufschneiden oder so eine Kacke, Digga, weil das ist nie eine Lösung, egal wie schlecht es dir geht. Aber ich war vom Geist, versteht ihr? Vom Geiste, von meiner Aura, die war nicht mehr vorhanden, Digga. Ich war absolut im Bruch. Aber irgendwo hat es dann auch angefangen, besser zu werden. Ich habe meine Zähne neu gemacht, Digga. Jetzt beispielsweise, ich bin seit 3 Wochen fleischfrei. Ich habe heute wieder Sport angefangen. So, und momentan bin ich wirklich so im Einklang mit mir selber. Da gibt es immer so Dämonen, dunkle Seiten in einem, die immer mal wieder hervorkommen. Negativphasen, die immer mal wieder hervorkommen. Aber aktuell bin ich wirklich im Reinen mit mir. Vieles passiert im Hintergrund, was ihr nicht mitbekommt, aus besagten Gründen, weil ich erstmal Dinge lieber privat halte. Der eine oder andere weiß davon, von euch auch, ist auch okay, aber ich werde es jetzt nicht an die Glocke hängen, versteht ihr, wie ich meine? Deswegen mache ich mir gar keinen Stress, was das Thema Twitch angeht. Oder was Zahlen angeht, Subs, wie viele Views, wie oft habe ich die Woche gestreamt. Es tat so gut, lieber Livestream-Chat, es tat so gut, eine Woche nach Berlin zu fahren. Ich wollte von Montag bis Donnerstag in Berlin bleiben. Und ich habe einfach spontan bis Montag verlängert. Ich war spontan anstatt 4 Tage, 7 Tage in Berlin. Die Leute, die mich lange verfolgen auf Twitch, wissen, dass ich das vor einigen Jahren niemals gemacht hätte. Und natürlich auch noch ein großer Schritt dieses Jahr, auch wenn man nur alternativ umgestiegen ist. Ich habe aufgehört zu rauchen. Nachdem man sich längere Zeit oben gehalten hat, bringt es einem kein Glück mehr. Danach braucht man was Neues. Was soll man denn noch erreichen? Man hat sich alles bewiesen. Jede langjährige größte Creator wird mal an den Punkt ankommen. Haptik, du hast doch vollkommen recht, Digi. Und das ist auch etwas, wo ich definitiv auch bin. Und da wird auch kein großes Angelcamp, aka Montecamp, was dran ändern. Ich habe Twitch einfach auch durchgespielt. Das muss man einfach so sagen. Twitch bietet für mich aktuell keine neuen Herausforderungen. Das ist einfach so. Ich bin gerne auf Twitch. Ich stream auch gerne, Digi. Aber ich mache mir, wie gesagt, momentan einfach keinen Stress. Und das solltet ihr euch auch nicht machen. Mach den Sellout-Submarathon-Stream, das fehlt noch. Oder ich soll in der Hölle brennen, Digga. Und dabei von wem auch immer einen Arschbohrer bekommen, wenn ich in meinem Leben einmal einen Submarathon auf Twitch mache, Digga. Ich habe kein Problem damit, wenn YouTube und Twitch-Kollegen das machen. Ganz im Gegenteil. Für mich ist Twitch etwas, was mir Spaß macht. Und es macht mir nur so lange Spaß, bis ich keine Lust mehr habe. Ab dem Punkt, wo ich keine Lust mehr habe und mich nicht fühle, ist es für mich auch nicht mehr ein Livestream, den ich gut finde, den ich fühle. Deswegen würde ich niemals einen Submarathon machen. Rein finanziell gesehen. Bruder,
Würde schmecken, keine Frage. Aber es ist nicht meins. Ich habe es euch immer gesagt und ist auch okay, das habt ihr zu respektieren. Ich fühle dieses, ich mache heute einen 48-Stunden-Stream und auch wenn ich nach 24 Stunden schon müde bin, quäle ich mich. Dann ist es etwas, was man eher für die Zuschauer macht, weil die das irgendwie feiern. Also im Sinne von, oh, schafft er das und oh, ist er schon im Bruch. Aber das war schon seit Anfang an von Twitch so, ich mache immer so lange den Stream an, bis ich keinen Bock mehr habe, dann gehe ich offline. Das habt ihr zu respektieren. Und da wird sich auch nichts dran ändern. Ich stream so lange, bis ich keinen Bock mehr habe, dann mache ich den Stream aus. Und dann komme ich am nächsten Tag wieder. Das war schon immer so und das wird auch immer bleiben, Digga. Das fühle ich einfach mehr. Das ist das, was mir gefällt. Und das habt ihr zu respektieren. Ich habe keine Lust, hier mit euch irgendwie 70 Stunden im Bruch zu sein, Digga. Das ist nicht meins. Meinst du, du wirst irgendwann mal Bock auf einen 24-Stunden-Stream haben? Oder? Ich sag, bin ehrlich zu euch, okay? Ich habe kein Problem damit, auch 80 Stunden zu streamen, wenn man das aber zusammen macht mit Leuten, die sich abwechseln. Ich werde niemals 24 Stunden wach bleiben. Dazu schlafe ich viel zu gerne. Wenn ich irgendwann mal mit einem Kollegen hier streame, er übernimmt die Tagschicht oder ich mache tagsüber, er macht die Nachtschicht, dann ist das für mich in Ordnung. Aber ich werde nicht auf Krampf länger wach bleiben, als ich möchte. Das mache ich nicht, Digga.